Guten Morgen! Heute ist der Barkomment in Berlin. Ich nehme euch mit. Das ist eine Fachmesse für Barkeeper und für alle, die gerne irgendwie gute Spirituosen trinken oder probieren wollen. Mein Bart sitzt schon mal. Ja, Haare sehen auch ganz gut aus. Nur beim Outfit bin ich mir noch nicht so sicher. Ich habe nämlich auf Instagram jemanden entdeckt und zwar ist das Legendär Clothing. Gucken, ich verlinke es euch gerne mal unten drunter. Und die haben mich angeschrieben. Und wir haben ausgemacht, dass sie mir ein paar T-Shirts schicken. Und ich mache jetzt mal einfach auf. Be proud, be fair, be legendär. Und jetzt guckt euch mal das hier bitte an. Mit einem Siegel. Geil ist das denn? Bestellung für Ella. Das ist die Mary Celeste. Vielen Dank. Bestellung für Cindy. Ziemlich fette Grafik und ziemlich detailreich. Super geiler Druck. Ja, guckt euch das mal an. Bestellung für Michael. Vielen Dank schon mal dafür, lieber Tobi. Mit Liebe verpackt. Könnt ihr das sehen? Ja, voll geil. Ich hoffe, die passen. Der Tobi hat mir nämlich XL geschickt. Die Mary Celeste, die ist auf jeden Fall fett und die ist in L. Das ist, glaube ich, schon eher so meine Größe. Ja, super geil. Na, das würde ich doch sagen, passt doch sehr geil unter dieses Hemd. Dann kann ich das Hemd auch offen lassen. Und dann gucken wir doch mal schnell noch, was hier drin ist. Das ist ja auch eine coole Sache. Da ist die Rechnung drin. Sehr cool. So. Und? Was sagt ihr? Also die L... Die sitzt ganz gut, die ist schon ein bisschen betont, aber ich habe ja noch das Hemd heute drüber, von daher sage ich fett. Ich bin fertig, wir gehen jetzt los zum Barkonvent und ich hoffe, ich kann für euch was aufnehmen, was euch so ein bisschen gefällt. Jetzt hier schon vom Gelände am BCB. Die ersten Leute habe ich schon getroffen, die ich kenne. Da kommt schon der nächste. Und jetzt warte ich auf Martin, mein Kumpel. Den sehen wir auch nachher noch am Brandstifterstand. Und bis dahin sage ich jetzt erstmal, warten wir noch ein bisschen, oder? Hallo, Martin. Ist das die Zauberblütchenkamera? Nein. Nein? Ja. Ich habe mir jetzt einen Espresso geholt und hier oben gibt es noch Pulled Pork Sandwich und ich werde mir auf jeden Fall noch mal jetzt zwischendurch was zu essen holen. Das werde ich mir nicht entgehen lassen. Hab den einen oder anderen schon getroffen, den ich von früher kenne, noch aus meiner Zeit, als ich noch in den Bars aktiv war. Und die Idee, mal einen YouTube-Kanal zu machen, in dem es um Mixen, Cocktails und Bartending geht, wird immer größer in meinem Kopf. Also ihr könnt gespannt sein, vielleicht mache ich bald einen eigenen Kanal und dann gibt es jede Woche vielleicht ein Video, vielleicht auch anfangs erstmal nur alle 2 Wochen, je nachdem. Und dann mache ich schöne Videos über Cocktails, Homemade-Sachen, alles, was man zu Hause herstellen kann, mit wenig Aufwand, sodass man nicht unbedingt ein Profi sein muss, um ja, Cocktails zu mixen. Tschüss. Ich habe mir mal ein ruhiges Plätzchen gesucht, also ich hoffe, es ist ruhig genug. Hier ist super viel los, ich habe schon 1000 Leute getroffen, die ich kenne. Ist natürlich klar, wenn man hier aus der Szene kommt, dann kennst du den einen oder anderen. An jedem Stand kenne ich irgendeinen und muss echt aufpassen, dass ich nicht betrunken bin, weil jeder will dir irgendwas anbieten, jeder hat was Neues und eine neue Kreation und probier mal hier, probier mal da. Ist aber super interessant und ich schaue mich mal weiter um, was es hier so alles gibt. Es sind ganz, ganz viele Bartträger hier. Das ist mir damals nicht so bewusst gewesen, weil ich immer glatt rasiert sein musste. Solltet ihr mal irgendwann im Oktober in Berlin sein, ja, so meistens am ersten Wochenende ist es, glaube ich, kommt auf jeden Fall zum Barkonvent. Das kostet nicht die Welt. Also ich glaube, die Tickets
kosten regulär um die 30 Euro. Die Aussteller schenken alles gratis aus. Das bedeutet, ihr könnt eigentlich von 11 Uhr morgens bis zum späten Abend oder zum frühen Abend, 19 Uhr glaube ich, trinken, was immer ihr wollt. Also von teurem Whisky bis hin zu gutem Rum, was auch immer ihr wollt. Gin ist viel vertreten, auch gute Biere. Es lohnt sich wirklich, kommt vorbei und trinkt einfach mal einen geilen Cocktail, geile Spirituose. Ich sag mal so, geht ihr in eine gute Bar, zahlt ihr so um die 13 Euro für einen guten Cocktail, wenn da gute Zutaten drin sind. Und hier zahlt ihr halt einfach 30 Euro Eintritt und könnt trinken, so viel ihr wollt. Ja, also was jetzt nicht unbedingt zu einem Besäufnis werden sollte, aber es kann ein Besäufnis werden.